Hey ho und willkommen zurück zu Secret of Evermore. Und, achso, warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder so machen. Ja, jetzt so ist perfekt. Im letzten Part sind wir endlich nach. Sind wir jetzt in Terrorfels oder Chaosturm? Ich glaube in Terrorfels. Haben herausgefunden, dass die Gunilla einen bösen Zwilling hat, wie eigentlich jeder andere auch, der aus Großastheim kommt. Ich habe meinen bösen Zwilling mehr oder weniger auch schon gesehen. Und ja, an diesem Part wollte ich jetzt hauptsächlich schauen, ob ich das Schloss hier leer looten kann. Falls es überhaupt annähernd so groß ist wie das andere. Und ich wollte schauen, ob ich die eine Formel kriege, weil die ist gar nicht... Nein, die... Toll, so einfach hätte ich es haben können. Denn... Ja, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Erstmal Zauberperlen holen, Bamsen. Was hat sie nochmal gesagt, wo ich lang muss? Irgendwo unterhalb vom Schachbrettfeld muss ich, glaube ich, wie lang. So, und zwar, es ist rein glücksspielabhängig hier bei diesem netten jungen Mann. Hallo. Hallo, ich bin Wolfi, der süßeste Boy in Terrorfels. Am liebsten spiele ich mit Puppen. Rate, wie viel Moment ich in der Hand habe und ich schenke dir etwas. Na, was meinst du? Tja, ich sage einfach mal zwei. Ja, oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Alter, das ist der beste Heilzauber, den man kriegen kann. Und da jetzt mehr als ein Schwein gehabt. So, ja, was kann ich dafür wegnehmen? Eigentlich bin ich ja so weit zufrieden. Dann nehme ich Explosion raus. Füllt KP von Held und Hund auf. Es heilt halt beide. Das ist... Boah, Alter, normalerweise, wenn ihr es nämlich falsch habt... Dann ist der beim nächsten Mal, wenn ihr hier seid, ein alter Sarg. Dann macht er das Spiel nicht mit euch. Und hier kann man übrigens seine Axt sehr gut trainieren. Bei dem scheiß Moskitos, die hier rumfliegen. Und dann müsst ihr halt erst wieder warten, bis er wieder ein junger Mann ist und sowas. Also das ist nicht so einfach. Das ist kein Trial and Error. Das braucht Zeit, bis ihr dann wieder einen neuen Versuch habt. Und das ist zuweilen richtig ätzend. So, hier ist jetzt nichts und ich habe mich geirrt. Dieses Schloss ist überhaupt nicht so wie das andere. Das heißt, ich kann es nicht leer looten. Was heißt, ich hätte mir eigentlich die Fegefeuerformel holen können. Von dem Sack mit dem Schlüssel. Im anderen Schloss. Tja, nun. Habe ich halt verkackt. Immerhin 500 Goldmünzen. Das macht so mal überhaupt nicht wett, was ich ausgegeben habe bisher, aber egal. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Okay, hier werde ich jetzt wieder hauptsächlich mit meinen Formeln arbeiten, damit die Viecher einfach zu stressig sind. Platz! Aber ich werde natürlich versuchen, so viele wie möglich hiervon Platz zu kriegen. Platz! Platz! Ach ja, und ich kann so schön meine Schlammbombe dabei aufleveln. Die ja eigentlich doch verhältnismäßig stark ist. Danach sollte ich mich aber auch mal wieder um meinen Hitzeblitz kümmern. Der ist doch, wie ich ja im letzten Part bemerkt habe, ein bisschen zu kurz gekommen. Was ja nicht verwundert. Wow, Level 28, geil. Boah, wenn ich bedenke, dass ich normalerweise hier mit Level zwischen 25 und, mit Level 35 bis 40 rumgurke teilweise. Wenn ich es privat spiele. So, jetzt muss ich halt irgendwie wieder in die Mitte kommen. Ihr seid mir alle ganz herrlich im Weg. Auf welchem Level ist denn jetzt mittlerweile die Schlammbombe? Die braucht doch... Hier, siehst du, die braucht nur noch, glaube ich, 3-4 Mal einsetzen und dann habe ich sie auch auf Level 6. Und dann würde ich sie erstmal außer Acht lassen, damit ich die anderen Zauber ein bisschen hochleveln kann. Was ich auch dringendst machen sollte. So, du wirst noch dran glauben. Zack, noch kein Level up für meine Schlammbombe. Ach... Ihr seid so gemein. Spendiert mir doch ein Level, komm. Was? Immer noch nicht? Wie wenig Punkte gibt denn das bitte? Obala. Also ich habe es viermal eingesetzt, es bringt mittlerweile nur noch zwei. Oh mein Gott. Hä? Ah ja, na toll, der hat doch noch was hinterlassen. Super. Gut. Darf ich da jetzt extra hin?
Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme von der Seite. Da muss ich, glaube ich, außen rumlaufen. Ja, dann müsste ich außen rumlaufen. Das funktioniert nicht. Bis dahin bin ich gar nicht da. So. Das weiß ich gar nicht. Nee, hier komme ich nicht runter. Ach nee, ich muss durch die Kanalisation. Bin ich bescheuert. Oh nein. Stimmt ja. Ich muss doch... Oh nein. Und in der Kanalisation muss ich ja... Ich muss doch diese scheiß Barrieren in der Kanalisation kaputt hauen, damit ich auch noch an die restlichen versteckten Truhen rankomme. Shit, aber vielleicht kann ich euch jetzt den Jungen zeigen, der ganz plötzlich alt ist. Ja, wo bist du? Oi! Hallo, ich bin Wolfi, der süßeste Boy in Terrorfels. Im nächsten spiele ich mit Puppen. Ich arbeite gerade an einer Schönheitsformel. Ich könnte es dir erklären, aber du wirst es sicher nicht verstehen. Willst du eine andere Formel auswählen? Mhm. Aber natürlich kann man von ihm keine Zutaten kaufen, was richtig beschissen ist. Und ich auch nicht so wirklich verstehe. Aber egal, muss ich auch nicht. Okay, so. Wie kommen wir nochmal rein in die Kanalisation? Ich glaube hier durch. Nee, dann war es der rechts daneben. Schaut gut aus? Ja. Supi. Und jetzt muss ich halt... Ach so, stimmt ja. Hier kann ich ja noch meine Axt ein bisschen trainieren. Yo, also der Part wird, glaube ich, nicht viel, viel besser. Storytechnisch werde ich nicht weiter vorwärts kommen. Looten und leveln. Dabei geht es hier in diesem Part. Ich hoffe halt, ich komme jetzt noch an diesen einen Geheimraum bei den Truhen ran. Müsste eigentlich ohne weiteres klappen jetzt, wo ich die Axt habe. Bleib mir bloß fern, du Scheißratte. Ah, Sabberblob-Ding-Scheißvieh. Stirb. Stirb, ah. Dieses befriedigende Gefühl. Deswegen liebe ich auch noch die Axt. So, ich weiß aber trotzdem nicht ganz genau... Hier war ich doch definitiv schon. Wo war der Geheimgang? Wo waren überhaupt die Truhen nochmal? Jetzt sollte ich vielleicht auch noch in Erfahrung bringen, wo die Truhen waren. Arsch, aber kein Schaden, cool. So, warte mal. Wo waren die? Waren die nicht hier unten? Wow, zu Level 27. Was? Der ist ein Level unter mir? Okay. Also hier war es nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Bam! Und so schauen wir es aus mit der Axt. Ach, stimmt. Es könnte hier irgendwie gewesen sein. Oder hier. Oder auch gar nicht. Leckt's mir doch am Mädel. Hier. Da links sind die Scheißtruhen. Will doch nur daran. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da muss ich doch irgendwie... Dann muss das hier irgendwo sein. Dann muss das hier unten irgendwo sein. Oder ganz weit links. Oh Mann. Es tut mir leid, dass das jetzt so... Wow, ein Schlag. Cool. Dass das jetzt so ein bisschen unplanmäßig ist. Aber hä? Ich verstehe es selber gerade nicht so ganz. Es muss hier irgendwo der Eingang sein. Aha! Das war der Eingang, den ich das letzte Mal verpennt habe. Super! Daumen hoch für diese Aktion. Ah. Toll, dann kriege ich nicht mal das blöde, die blöde Ratte hier klein. Stirb, Ratte! Stirb! Ja, sehr gut. Okay, aber das war, glaube ich, der letzte Geheimraum. Das heißt, es waren in diesem Schloss tatsächlich nur zwei. Ich habe zumindest noch keinen dritten Raum jetzt gesehen gehabt. Aber die Hindernisse mache ich trotzdem kaputt. Weil es kann natürlich trotzdem sein, dass hier irgendwo noch ein Geheimgang ist, wo ich dann hinkommen muss. Zack. Außerdem mag ich es, wenn das Zeug explodiert. So seltsam befriedigend, wenn es bam, bam, bam macht. Ach ja, ich habe seltsame Vorlieben. Oh nein, das war ein Fail. Och komm, jetzt bin ich an dieser kleinen Kante hängen geblieben, ernsthaft. Au,
Aber in einem Schlag kriege ich sie wenigstens platt. Ist doch auch was. So, ich sehe relativ zügig, wo ich tatsächlich nicht durchgekommen bin, in welches Areal. Du Drecksscheißvieh. Weiche mir bloß nicht nochmal aus oder ich töte dich. Na gut, ich töte dich so oder so. Okay. Und da denkt man immer, rundenbasierte Spiele dauern lange. So, was kann ich noch? Ja gut, ich gehe jetzt am besten weiter. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo eine Stelle finde, wo ich nicht dran gekommen bin. Bin sehr fest davon überzeugt, dass ich überall jetzt war. Hey, dann kommen wir an diesem Part doch noch woanders hin. Sind ja eh erst 10 Minuten. So, wo war denn hier jetzt? Da. Denke ich zumindest, dass es hier war. Zack. Ah, sehr befriedigend. Ah, sehr schön. Das nächste Level wird übrigens sehr, sehr eigenartig, wenn ich mal so sagen darf. Es wird sehr eigenartig, also... Hundewurf, jetzt such mal hier Zutaten, denn hier weiß ich tatsächlich nicht, wo sie liegen, weil um dieses Level habe ich mich nie wirklich groß geschert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber ich werde auf jeden Fall viele, 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 viele Formeln hier verbraten in diesem Level, das weiß ich auf jeden Fall. Ha, erwischt! Scheiß Moskito. Nee, aber ich glaube, hier liegt auch groß. Hier oben müsste was liegen, aber ansonsten. Elfenstaub gefunden! Warum finde ich jetzt eigentlich Elfenstaub? Macht mal gar keinen Sinn. Hundi, such mal Zutaten. Papa will Geld sparen. Ich meine, ich komme relativ oft zu Gallenstein. Ab dem Zeitpunkt hier nach diesem Spiel. Von daher muss ich mir da jetzt gar keinen Stress machen. Das Level hier wird so ätzend. So. Zack, da viele Gegner außerhalb meiner Reichweite sind. Die hoffentlich auch nicht wiederkommen. Hallo. Ah, sehr schön, da bist du ja wieder. Jetzt bist du aber kaputt, oder? Es sind ja zwei. Bist du jetzt tot? Ah, das heißt, ich muss doch noch... Zutaten. Ein Pilz. Du bist jetzt auch hinüber. Ich kann ja mal kurz schauen, was jetzt noch so zum Aufleveln braucht. Der Hitzeblitz ist fast auf 5. Und die Bienenattacke müsste ich dann eigentlich fast mal verwenden. Genauso wie den Feuerball. Obwohl, die Lanzenattacke, die kann ich am häufigsten mit... Du hast doch nach hier unten ihn geschnüffelt, du blöder Hund. Ja gut, es scheint, glaube ich, auf der anderen Seite zu liegen. Egal. Machen wir erstmal weiter. So, ab und zu liegt hier an der Säule auch etwas Kalkstein. Ab und zu, ganz selten. So, den Hitzeblitz bringe ich jetzt auf jeden Fall noch auf Level 5. Ja. Arsendrache. Es ist, glaube ich, wieder ein anderer Drache, als ich im Wald gefunden hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sag mal, wie viele von den Viechern... Was? Alles klar. Jetzt schnüffelst du doch was. Alter Hund, du machst mich fertig. Und dann liegt da doch nur noch eine verkackte Eichel. Hä? Ihr wollt mich wohl verarschen. Ich mache euch alle beide platt. ...125 Goldmünzen? Ja, das können sie in der Tat öfters hinterlassen. Aber was ich jetzt nicht verstehe ist... So, jetzt hat der Hitzeblitz Level 5. Das heißt, wir spammen als nächstes die Lanzenattacke, bis die auf Level 4 ist. Ist momentan eh eine meiner liebsten Attacken. So, und bisher ist noch nicht das eingetreten, was ich vermutet habe, weswegen ihr seht, warum dieses Level latent ätzend ist. Ach ja, eigentlich könnte ich ja die Würmchen ganz normal platt machen. Stelle ich mich denn da so an? Geht halt schneller, wenn ich mit Formeln arbeite. Aber die Drachen. Drachen, da werde ich mir auf jeden Fall gar keine Mühe geben, die mit der Axt zu treffen. Asche gefunden. Nett. 125 Goldmünzen. So, da rechts über die Brücke sollte ich noch nicht gehen.
Das könnte böse ins Auge gehen. Ich sollte erstmal so weit wie möglich hier hoch. Und hier, diesen Vogel, der mit diesen Statuen sich verewigt hat, den suchen wir. Nur damit ihr schon mal wisst, falls ihr ihn seht, könnt ihr laut schreien. Glaubt mir, ihr werdet laut schreien, wenn ihr ihn seht. Oh, noch eine Eichel. Sehr schön. Hapuf. Ich hoffe, meine Axt erreicht doch gleich Level 2. Das wäre richtig nice. Na komm. Piu. Piu. Schön. Schauen wir mal kurz, wie lange meine Axt noch braucht. 1,43 hat sie erst. Okay, das ist eigentlich ganz schnell dafür, dass ich sie erst letztens bekommen habe. Alter, was tauchen denn hier schon wieder alles für Gegner auf? Also ich soll sie natürlich auch eine Möglichkeit alle platt machen, denn jetzt zieht das Level langsam an. Das Level. Das Spiel zieht langsam an mit dem Level. Oh, es ist nichts passiert beim Rübergehen. Faszinierend. Oh, eine Truhe, cool. Asche, wow. Okay. Gehen wir halt wieder weg. Ah, jetzt ist es passiert. Das passiert hier in diesem Turm verhältnismäßig oft. Pilz gefunden. Ich finde gerne Pilze an Fässern. Geht tot. So, und da war auch eben ein Drache. Naja gut, kann der Drache mich mal. Ja, jetzt muss ich halt hier aufpassen, weil ab dieser Stelle weiß ich nicht mehr, wo was auseinanderbricht. Wie ihr seht, hat man da nicht zwangsläufig Glück. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wo? Wieder am Startpunkt? Tatsache. Lustig, ich bin wieder am Startpunkt. Das heißt aber, dass irgendwo gleich wieder irgendwas zusammenbricht. Wahrscheinlich hier jetzt. Oder hier. Ah, wunderbar, genau das wollte ich natürlich triggern. Bloß es wird auch langsam wieder Zeit, einen kleinen Cut zu machen, damit wir uns erst im nächsten Part wieder voll vergnügen können. Aber ich habe Aua gesagt, bevor mich das Vieh überhaupt getroffen hat. Alles klar. Das ist ja dieser Zukunftsschmerz. Wisst ihr, das kann man nur, wenn man das dritte Auge hat. So, toll. Ethanol. Das heißt, ich müsste... Nee, warte mal. Ethanol? Doch, Ethanol ist Gigakraft. Könnt ihr euch mal noch diesen Zauberschnell ansehen? Er ist doch richtig geil. Und er ist halt... Boah. Alter, so viel stärker als Krafthauch. Aber Krafthauch behalte ich trotzdem mit drinne. Als kleinen Zauber zwischendurch, wenn ich mal nicht unbedingt beide heilen möchte. Ja, ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns aber im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, besser gesagt. Ciao, ciao.